EA Productions. EA Productions liest aus dem ersten Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, König Pfau, ein Feenmärchen nach dem Französischen. Es war einmal ein König und eine Königin in Takamahaka, und die hatten zwei allerliebste Prinzen. Wenn sie ausgetragen wurden, formierten allemal die Maler und Bildhauer des Reiches eine Reihe, um im Fluge einen Amos- und Engelskopf zu erlauschen, und die Männer, um die schönen Formen ihrer Fantasie einzubilden. Dabei waren die kleinen Prinzchen so klug und gelehrig, dass alle Gelehrte nichts mehr bedauerten, als dass die Wunderkinder Königssöhne waren und nicht das junge Roscus, Apelles und Homere die Welt in Erstaunen setzen konnten. Die königlichen Eltern hatten ihre einzige Freude an den lieben Kindern. Weil aber Wünsche ein so wucherndes Unkraut sind, dass die geschäftigste Erfüllung nicht genug zu beschneiden vermag, so keimte auch in dem Herzen des Königs und der Königin bald ein neuer Wunsch auf. Sie sehnten sich nach einer Prinzessin, die, wenn sie nicht ganz aus der Art schlug, wenigstens eine doppelte Liebesgöttin an Gestalt, eine vierfache Grazie an Liebenswürdigkeit und eine zehnfache Muße an Wissenschaft und Kunst sein mußte. »Die Jungen werden wild«, sagte der König, »aber ein Mädchen behält immer etwas Zartes und Einschmeichelndes.« »Die Jungen gehen an fremde Höfe«, erwiderte die Königin, »aber eine Tochter zieht oft selbst bedeutende Fremde an den Hof.« So unterredeten sie sich alle Abende und Morgen und freuten sich unter zärtlichen Umarmungen über das Einverständnis ihrer Herzen, Wünsche und Gedanken. Das Schicksal ist nicht immer taub gegen die Bitten der Könige. Die Königin fühlte bald Grund zu der besten Hoffnung, und an dem schönsten Frühlingsabend, wo alle Sterne in den glücklichsten Konstellationen für Schönheit, Macht, Reichtum und alle königlichen Freuden leuchteten, wiegte sie das schönste lebendige Rosenknöspchen auf dem Schoße. Die beiden Prinzen kamen aus ihren Betten wie kleine Genien herbeigesprungen und küßten als entzückte Liebhaber dem zarten Mädchen die Lilienhändchen beinahe weg und die dunklen seidenen Ringellocken, unter welchen sich ein tiefer blauer Augenhimmel ihnen lächelnd öffnete. Die Morgensonne rötete schon die Vorhänge der Wiege, als man nötig fand, die königliche Kindbetterin der Ruhe zu überlassen. Sie blieb aber nicht lange allein. Auf Rosenblättern und Blumenkelchen, in Haselnussschalen und Tautropfen, auf Mücken, Schmetterlingen, Goldkäfern, Heupferden, Binsen, Sonnenstrahlen, Laubfröschen kam es von allen Seiten geschwommen, geschwebt, gefahren, gekrochen, getrippelt, gehüpft, geritten, dass das ganze Zimmer von den seltsamsten Equipagen und Leibrossen erfüllt ward. Das waren alles Feen von der Königin Bekanntschaft, welche sie jedes Mal zu ihren Festlichkeiten einlud und so gut bewirtete, dass sie gern das nächste Mal wiederkamen. Sie mußten aber ihre Besuche heimlich halten, denn der König war ein starker Geist und glaubte weder an Feerei noch Zauberei noch an ähnliche Dinge. Als sich die gesammelte Feenschaft bei der Königin genug geletzt und das neugeborene Prinzesschen genug gelobt und geküsst hatten, ging jede nach ihrem Fuhrberg oder Leibroß und wollte sich empfehlen. Die Königin aber führte sie nochmals an die Wiege zurück, empfahl die kleine Rosamunde von neuem ihrem Schutz und bat die prophetische Versammlung, sie möchten dem Kinde zum Abschied noch ein gutes Horoskop stellen. Die Feen sahen sich verlegen an und wollten mit der Sprache nicht heraus. Endlich sagte die Älteste von ihnen, »Liebe Freundin, es tut uns leid, dass wir diesmal in eurer Schuld bleiben müssen. Wir haben bei unserem letzten Ball das Schicksalsbuch verkramt, und es geht uns dabei wie allen Gelehrten. Ohne Bücher ist es mit unserer Kunst nicht weit her. Erlasst uns also immer für heute das Nativität stellen.« Die Fee machte zwar ihr unschuldigstes Gesicht bei dieser Ausrede, allein die Königin merkte Unrat, und wiewohl sie nicht viel Gutes zu hören hoffte, so drang sie doch so lange in die Feen, bis sie von der angesehensten in der Versammlung den Bescheid erhielt, Rosamunde werde einmal, wenn sie groß und mannbar würde, ihren Brüdern große Gefahr, wo nicht gar den Tod bringen. Mit dieser Unglücksprophezeiung zog die Feenkarawane davon.
Die Neugier der Königin war gestillt, aber Sorge und Betrübnis wurden an ihrer Stadt desto lauter. Die arme Königin wollte nicht essen, nicht trinken, kein Schauspiel sehen, keinen Ball besuchen, sich nicht mehr putzen und endlich auch gar nicht mehr sprechen. Da merkte der König, dass ihr etwas Schweres auf dem Herzen liegen müsste, und sagte eines Tages nach aufgehobener Tafel zu ihr: »Mein Schatz, es muß dir etwas fehlen, denn wir sprachen bei Tafel über eine Viertelstunde von dem neuen Kutschgeschirr des geheimen Oberkanoniers, und du hast kein Wort dazu gesagt.« »Ach«, antwortete die Königin, »ich habe mein Rosenölfläschchen zerbrochen, und es schmerzt mich so sehr.« »Ist's weiter nichts«, sagte der König, »da lässt sich Rat schaffen.« Und zugleich ließ er alle Apotheker, Olitätenkrämer und Galanteriehändler der Stadt zusammenrufen, und diese verschafften der Königin mehr Rosenöl in einer Stunde, als aus allen Rosen der Welt in 1000 Jahren zu erlangen ist. Aber am anderen Tage war die Königin noch ebenso zerstreut. »Was fehlt dir denn wieder?« fragte der König beim Ball. »Dein Rosenöl kann doch unmöglich schon verbraucht sein.« »Nein«, sagte die Königin, »aber ich habe mir heute die schönste Locke verbrannt, und das macht mich so betrübt.« »Oh, das ist nun freilich schade«, erwiderte der König, »aber da lässt sich auch helfen. Wir wollen dir eine falsche Locke machen lassen. Stecke die auf. Du wirst sehen, morgen hat jeder Kopf etwas Falsches an sich, und die Perückenmacher tragen dich auf den Händen.« Die falschen Löckchen kamen an, und die echten Locken des ganzen Hofes fielen unter der Schere. Alles geschah, wie der König vorausgesagt hatte, aber die Königin blieb missmutig wie zuvor. Der König fragte von neuem. »Ach«, sagte die Königin, »ich will es nur gestehen. Ich habe meinen Trauring in einen Born fallen lassen, und das bedeutet nichts Gutes.« Der König machte ein langes Gesicht. »Eure Majestät«, sprach er, geruhen sich etwas von der Wahrheit zu entfernen, »denn der Ring, welcher in einen Bahn gefallen sein soll, ist hier wohlbehalten als das erste Glied meiner Uhrkette zu sehen.« Er zog dabei seine Uhr heraus und ließ die Gemahlin beide Trauringe als Glieder seiner Kette betrachten. Die Königin schämte sich etwas, denn sie wußte sich gegen ihren Gemahl viel mit ihrer Wahrhaftigkeit und Treue. Sie hätte gern eine neue Ausflucht ersonnen, aber seine Majestät schmollten. Endlich, nach einigen Umschweifen, gestand sie die Kindtaufskonversation mit den Feen und ihre bedenkliche Prophezeiung. Der König moralisierte gern. Er ergriff also diese Gelegenheit, seine Gemahlin eine lange Strafpredigt über ihren verbotenen Umgang mit den Feen zu halten, und ereiferte sich dabei sehr über die verstandeswidrige Tendenz des Zeitalters zum Mystischen und Wunderbaren. Als er fertig war, erinnerte ihn die Königin, dass geschehene Dinge nicht zu ändern wären, und dass er klüger tun würde, auf Mittel zu denken, wie man dem Übel vorbauen könnte, ehe es noch hereinbrach. Der König gab ihr Recht, und sie überlegten beide die ganze Nacht durch, bis am Morgen die Königin das Resultat gefunden hatte. Der König sollte seinen Staatsrat darum befragen. Der Staatsrat ward versammelt. Der Finanzminister war der Meinung, die Gefahr bestehe in nichts anderem als in einer bedeutenden Ausleerung des Schatzes bei einer künftigen Ausstattung. Das sicherste Mittel dagegen sei offenbar eine neue Auflage. Der Kriegsminister sah die Gefahr von wichtigen Brautwerbern drohen und riet Vergrößerungen der Armee. Der Großalmosenier ahndete etwas von frevlerischer Liebe der Brüder zu der Schwester und machte dem König es zur Gewissenssache, die Prinzessin dem Kloster zu bestimmen. So debattierte die Versammlung vom Morgen bis zum Abend ein ganzes Journal von Erfindungen, Theorien und Widersprüchen zusammen, bis sie endlich über den vorläufigen Punkt einig ward, dass man diese wichtige Sache in reifliche Überlegung ziehen und eine besondere Kommission dazu niedersetzen müsse. Während die Kommission saß, ging die Königin mit ihrem gesammelten Hofstaate auch fleißig über die Sache zu Rate. Eines Tages hörte sie von ihrer alten Amme, dass in einem Walde, unfern der Residenz, eine alte Eremitin lebe, die weit und breit um Rat gefragt würde und schon manchem aus großer Not geholfen habe. Die Königin entschloss sich zugleich zu der Wallfahrt. Am nächsten Morgen setzte sie sich auf ihr Leibroß. Es war weiß wie Schnee und an allen vier Hufen mit reinem Dukatengolde beschlagen.
Ein paar Kavaliers, die sie begleiteten, hatten Rock- und Westentaschen voll Ringe und Juwelen und zwei Mantelsäcke voll Schleiers und Schals nach dem neuesten Geschmack für die alte Sibylle im Wald. Die Königin und ihre Kavaliere mussten lange suchen, ehe sie die Wohnung der Wahrsagerin fanden. Denn diese wohnte nicht wie andere ihrer einsamen Brüder und Schwestern in einer Hütte oder Grotte, sondern in einem hohlen Eichbaum, den man nicht bemerkt hätte, wäre nicht in seinem Wipfel der Tummelplatz einer respektablen Faunassemblee gewesen, welche hier die Reize ihres Putzes und ihres Gesanges entfaltete. Die Königin vermutete in dieser Gegend die Wohnung der Waldeinsiedlerin und ließ die Geschenke ausbreiten, während sie selbst sich dem Baum näherte. Sie musste lange klopfen, ehe inwendig eine Stimme antwortete. Endlich bog sich die Baumrinde etwas abwärts und es drängte sich ein Konvolut Leinwand und Wollenzeug hervor, aus dem eine Nasenspitze und ein Kinn sich freundschaftlich mit gegenseitigen Küssen begrüßten. Die Sibylle nämlich steckte ihren Kopf heraus, um zu sehen, wer sie in ihren Haushaltungsgeschäften störte. Als sie die schönen Sachen auf der Erde unter den Büschen ausgebreitet sah und die Königin an der goldenen Krone auf ihrem Haupt erkannte, bog sie in der Eile die Rinde ihres Baumes so weit rückwärts, dass sie abbrach und die Baumbewohnerin mit der Türe nicht sowohl ins Haus fiel als aus dem Hause. Die Königin lief selbst schnell hinzu, sie aufzuheben, und die Kavaliers durften aus Respekt für die Königin nicht zurückbleiben. Aber die zarte Weiblichkeit der Einsiedlerin protestierte gellend gegen jede Entweihung ihrer Reinheit durch eine männliche Hand und glaubte sich durch den bloßen Versuch so beleidigt, dass sie die vornehmen Gäste in die aromatischen Gegenden verwünschte, wo der Pfeffer wächst. Die Königin hatte nun alle Hände voll zu tun, der schmollenden Dryade auf die Beine zu helfen, denn ihre Figur bedeckte ein ansehnliches Stück Landes mit einem langen, bunten, faltigen Talar, der in seiner früheren, glücklicheren Zeit als Fußteppich gedient hatte. Endlich gelang es der Königin, aber statt einer erwarteten Riesin stellte sie ein kleines, vom Alter gebücktes Mütterchen auf die Füße, welches ihr kaum bis an die Knie mit dem Kopf erreichte und eine Tagesreise nötig hatte, um die lange Schleppe des Talars hinter sich zu entfalten. Als man sich vom ersten Schreck etwas erholt hatte, brachte die Königin ihre Worte an. Sie bat mit bedeutendem Blick auf die mitgebrachten Geschenke um guten Rat und versprach, noch 10-mal mehr zu bringen, wenn alles gut ablief. Die Alte schmunzelte und klatschte vor Freuden in die Hände über alle die schönen Sachen. Dann rief sie laut, »Pfauchen, Pfauchen!« Und im Augenblicke flatterten alle Pfauen um sie her und fingen ein so grässliches Geschrei an, dass die Königin sich beide Ohren fest zuhielt. Das tiefere musikalische Studium der Alten fand aber dieses Konzert äußerst harmonisch und ärgerte sich um die Geschmacklosigkeit des gelangten Auditoriums. Als der Lärm aufgehört hatte, trat die Alte vor die Königin und sprach, »Sei getrost, Königsweib. Baue einen stählernen Turm für deine Tochter und verschließe sie darin, dass sie von niemandem gesehen werde, als von dem König mit seinem Haus und ihren Dienerinnen. So entgehst du aller Gefahr. Geht sie aber aus dem Turm, so will ich ihr die zarte Frucht meiner ersten Liebe zum Manne geben. Der wird deine Söhne von allem Übel befreien, welches sie bedroht.« »Die Prinzessin wird bei diesen Aussichten ihren Stahlturm nicht leicht verlassen«, dachte die Königin, und war von dem Orakel der Waldsibylle eben nicht sehr erbaut. Die Alte aber trippelte nach ihrem Baum und kam bald mit einer Handvoll Federn und einem niedlichen Hündchen zurück. »Es ist billig«, sagte sie, »dass ich meinem lieben künftigen Schwiegertöchterchen ein Geschenk mache, das ihrer wert ist. Da sind ein paar Federn zum Brautbett. Darauf wird sie gut schlafen, und mit dem Hündchen kann sie spielen. Es ist die Prinzen und Prinzessinnen gewohnt und beißt nicht, wenn sie es vexieren und necken.« Das Pfauenorchester fing nun wieder eine so mächtige Symphonie an, dass die Königin ihrem Pferd die Sporen gab und im Galopp zum Walde hinaussprengte. Das Hündchen gefiel ihr. Es war ein allerliebstes Tierchen von der seltenen Art, die gar nicht existiert, wenn man nicht ein Exemplar von einer Fee bekommt. Seine Farbe war das schönste Himmelblau. Um Kopf, Hals und Brust von weißen Löckchen wie von leichten Wölkchen zart umflossen, aus welchen zwei blassrote Öhrchen wie zwei Rosenblätterchen sich hervorspitzten. Der Rücken war wie Samt und der Schweif so voll, reich und beweglich wie der schönste Federbusch auf einem jungen Feuerköpfchen.
Die Fee dann vergaß die Königin über das allerliebste Hündchen, und das war ein rechtes Glück, denn weil sie nicht so viel daran dachte, um sie wegzuwerfen, so brachte sie das leichte Geschenk unwillkürlich mit in das Schloss. Hier schallte ihr großes Wehklagen entgegen, denn das kleine Prinzesschen hatte von früh an geschrien und war nicht zu beruhigen. Die Königin ließ Hündchen und Federn fallen und flog zu der Wiege. So wie aber die herumstaubenden Federn das Kind berührten, da ward es augenblicklich ruhig und lächelte und schlief ein. Die Königin ahndete nun erst ihren Schatz, sammelte schnell alle Federn und füllte sie in das Bett der Prinzessin. Kein Kind hat jemals so gesund auf einem Bett gelegen als Prinzessin Rosamunde. Das Wunder mit den Federn versöhnte den König etwas mit dem Wunderglauben seiner Gemahlin. Er entließ die Kommission, die eben eine vorläufige Kommunikation mit den Universitäten des Königreichs und der benachbarten Staaten beschlossen hatte, und berief an ihrer Stelle alle Architekten des Landes. Diesen trug er auf, einen stählernen Turm für die Prinzessin zu bauen, und zwar bei Todesstrafe so schnell, dass er mit der neuen Wache eingeweiht werden könnte. Die Baumeister versprachen zwar von einer solchen Eilfertigkeit nicht viel Gutes, indessen tummelten sie sich nach Möglichkeit, arbeiteten Tag und Nacht und wurden so geschwind mit dem Bau fertig als die Geister von Aladins Wunderlampe. Der Turm war eine Attrappe im Großen. Von außen sah er freilich nicht sehr einladend aus, aber inwendig war er desto schöner und recht für eine Prinzessin eingerichtet. Alle Wände waren von Spiegelglas, mit schwerfaltigen seidenen Tapeten behängt, die Treppen von Alabaster, die Türen von Zedernholz, die Möbel von Schildkröte und Elfenbein, die Fußböden von Edelsteinmosaik, und von den Decken hingen an goldenen Ketten Schalen von Kristall, Rubin, Smaragd, Saphir, Opal und anderen kostbaren Steinen herab, in welchen beständig wohlriechender Spiritus flammte, zur Beleuchtung des Turmes, der, um die Prinzessin ganz abzusondern, keine Fenster hatte. Dabei waren alle Zimmer so nach pädagogisch-akustischen Prinzipien gebaut, dass jedes Wort, welches einer Prinzessin zu hören nicht taugt, keinen Schall gab. Es entstanden dadurch zwar lange Pausen in dem Unterricht und der Konversation der Prinzessin, und der König selbst verstummte wohl zuweilen auf einige Minuten, allein weil der Turm fest gebaut war, so ließ sich dieses nicht mehr ändern. In diesem Turme wuchs die Prinzessin auf. Sie hatte keine Langeweile, denn der König schickte ihr alle Tage neue Spielsachen, und die beiden Prinzen kamen täglich, um mit ihr zu spielen. Sie erzählten ihr auch oft vom Tageslicht draußen und von Wäldern und Gärten und Sonne, Mond und Sternen. Sie machten ihr auch oft Lust, die Welt zu sehen, aber wenn sie davon zu sprechen anfing, schickte ihr der König neue Kleider und Bonbons und so viel Spielsachen, dass sie die Welt darüber vergaß. Indessen waren die Prinzen herangewachsen und die Prinzessin auch. Wenn der König bei Hofe von Partien fremder Königstöchter erzählte, so fragte der große Prinz: »Papa, warum macht unsere Schwester nicht auch eine Partie?« Wenn die Königin zur Hochzeit fuhr, fragte der kleine Prinz: »Mama, wann hat denn Rosamunde Hochzeit?« Wenn der Edukationsrat von ritterlichen Taten erzählte, fassten beide Prinzen den Heldenentschluss, Rosamunden aus ihrem Turme zu befreien. Man hatte alle Künste nötig, sie zufriedenzustellen. Der Prinzessin wollte es auch nicht mehr in ihrem Turme gefallen. Die Bonbons schmeckten ihr nicht, die Spielsachen waren langweilig, der Hofstaat abgeschmackt, und die Kleider zeigten ihr nur, dass sie groß geworden war und dass die Bestimmung 14-jähriger Mädchen nicht in einem Turme zu suchen sei. Der König und die Königin hatten nun wenig ruhige Stunden mehr. Im Turme klagte die Prinzessin, im Schlosse plagten die Prinzen, und auswärts fragte eine Menge Kaiser und Könige nach der Prinzessin durch ihre Abgesandten. Denn der Ruf hatte von Rosamundens Schönheit nicht geschwiegen und hätte sie vergrößert, wenn sie nicht schon viel größer gewesen wäre als die Fantasie der Frau Fama selbst. Das hohe Königspaar verzweifelte schon an der Möglichkeit, einen Ausweg aus diesem Labyrinth zu finden. Endlich fanden sie ungesucht den natürlichsten, denn sie legten sich hin und starben beide an einem Tage. Der Hof und das ganze Land ging nun schwarz. Die Glöckner hatten viel Arbeit und keinen Verdienst, die Organisten Verdienst und keine Arbeit.
Von den Kanzeln und anderen Rednerstühlen bewies man, dass die Krone das würdigste Haupt verloren habe. Die Poeten sagten dasselbe in Versen und die Maler in Allegorien. Unterdessen hatte man die königlichen Leichen bestattet. Die Reichsstände versammelten sich und gaben dem großen Prinzen einen scharlachnen, goldgestickten Mantel mit Hermelin gefüttert um, und dann setzten sie ihm eine diamantene Krone auf sein Haupt und ihn selbst auf einen goldenen Thron. Nun schrie alles Volk dreimal aus allen Kräften: Es lebe der König! Die geistlichen und weltlichen Redner bewiesen, die Krone habe noch niemals ein so würdiges Haupt bedeckt. Die Poeten sangen und die Maler allegorisierten dasselbe. Alle Welt war froh, und man dachte an nichts als an Feste zu Ehren des Königs, zur Freude der Gäste und zum Ruhme der Wirte. Als der neue König vom Thron gestiegen war, sagte er zum Prinzen: »Bruder, nun sind wir Herren im Lande. Nun wollen wir vor allen Dingen unsere Schwester aus ihrem Turm erlösen, wo das arme Kind erbärmliche Langeweile hat. Sie wird dann oft Besuch von hübschen Mädchen haben, und die sehen wir beide gern.« Gesagt, getan. Sie sprangen durch den Garten. Der König drehte in großer Eil den Bart vom Schlüssel, und der Prinz hob die Türen aus den Angeln, um keine Zeit zu verlieren. Prinzessin Rosamunde fütterte eben ihr himmelblaues Hündchen mit Bonbons. Als sie aber ihre Brüder kommen sah, stand sie auf, fasste den Ältesten bei der Hand und sagte: »Schönen guten Morgen, Ihre Majestät. Du bist nun König und ich deine gehorsame Dienerin. Aber nimm mich aus diesem abscheulichen Turm, sonst sterb ich vor Langeweile.« Damit fing sie bitterlich an zu weinen. Der König umarmte sie und sagte: »Weine nur nicht, liebes Kindchen, und gib dich zufrieden, du sollst keine Langeweile mehr haben. Ich bin eben gekommen, um dich aus dem Turm in den Palast zu holen, wo dir eine Menge Ritter und Hofleute Kurzweile genug machen würden.« Wie nun die Prinzessin noch immer fortweinte, zeigte ihr der Prinz die neuesten Modekupfer und sagte: »Komm, wir wollen fort aus dem hässlichen Turm. Suche dir einen recht schönen Brautstaat aus. Der König wird dir bald einen hübschen Mann geben.« Da gab sich die Prinzessin zufrieden und sprang fröhlich aus dem Turm. Der Turm war in einem Winkel des königlichen Gartens. Rosamunde blieb wie bezaubert stehen. Die Stauden und Pflanzen ihrer Porzellanvasen standen hier als Riesengewächse in hohen Büschen vor ihr, und die zarten Blüten, deren ihr Hauch vorsichtig geschont hatte, schwammen in glänzendem, duftendem Gewühl durch die Frühlingsluft. Blumen, schöner und bunter als ihre Hand mit sorgsamer Pflege aufzog, blühten hier zu ihren Füßen, und statt einzelner Vögel aus goldenen Käfigen tönten ihr ganze Chöre von Nachtigallen und Kolibris aus Büschen und belaubten Wipfeln entgegen, die sie im goldenen Glanz des neuen Sonnenlichtes einladend und freundlich anwehten. Rosamunde flog von einem zum anderen, küßte die Blumen, drückte die Vögel an ihre Brust, umarmte die schlanke Zeder und nannte den Palmbaum ihren Bräutigam. Auf einmal trat aus dem nahen Lustwald ein prächtiger Pfau und breitete einen großen, vielaugigen Irisbogen wie eine Glorie um sich. »Was ist das?« rief die Prinzessin und ließ Palmbaum und Zeder, um den schönen Vogel zu umarmen, der scheu in die Luft sich erhob und in den Wald zurückflog. Ihre Brüder waren herbeigelaufen und erzählten ihr, es wäre nichts als ein Pfau, dergleichen sie schon manchen gespeist habe. Die Prinzessin war außer sich. »Wie?« rief sie ganz entrüstet. »Diesen Fürsten der Vögel erkühnten, sich zu töten? Aber so gewiss ich deine Schwester bin, ich heirate niemand als den Pfauenkönig, und bin ich nun als Pfauenkönigin, dann will ich den sehen, der mir einen Pfau nur ein unschönes Wort sagen soll.« Der König war etwas verblüfft über die seltsame Allianz und besann sich einige Zeit, was er der Prinzessin sagen sollte. Endlich sagte er doch seinen ersten Gedanken ungekünstelt heraus. »Ei, Rosamunde, du wirst doch keinen Vogel heiraten wollen.« »Wer sagt denn einen Vogel?« antwortete die Prinzessin etwas ärgerlich. »Den Pfauenkönig will ich heiraten, und dein König wird wohl bei den Pfauen auch ein ander Ding sein als ein Untertan.« »Ja«, wandte der König ein, »wer weiß denn, ob die Pfauen auch einen König haben?« Nun ward die Prinzessin im Ernst böse. »Hör einmal an«, sagte sie, »das sind Flausen.
Papa und Mama haben mir schon oft gesagt, wenn keine Könige wären, sei es schlecht mit den Untertanen aus. Die Pfauen sehen aber schön und recht sehr schön aus. Folglich müssen sie einen König haben und einen recht großen, mächtigen König. Und ich sage es noch einmal, ich will und ich muss den Pfauenkönig heiraten. Gegen diese Gründe ließ sich von dem König freilich nichts einwenden. Er führte die Prinzessin in das Schloss und ließ ihr den schönsten Pfau fangen, der gleich neben der Prinzessin seine Zimmer und seinen eigenen Hofstatt bekam. Die schöne Rosamunde mit ihrem Pfau war nun der Gegenstand der allgemeinen Bewunderung am Hofe. Die Herren von erster Galanterie erklärten sie in Sonetten und Xenien für die Juno und baten um Erlaubnis, ihr Pfau sein zu dürfen, zu dessen Stellvertreter sie sich vorläufig durch den Wohlklang ihrer Verse legitimierten. Die vom zweiten Range begnügten sich, dem neuen Günstling bei Tafel und Toilette aufzuwarten. Rosamunde lachte über die wunderlichen Leute und fragte ihren Bruder täglich, ob der Pfauenkönig noch nicht gefunden wäre. Der König und der Prinz sahen, dass die Prinzessin von ihrem Einfall nicht abließ und sich im Stillen grämte. Sie wurden darüber auch traurig und beratschlagten oft miteinander, was zu tun sei. Sie schickten überall herum, ließen Anfragen in allen Anzeiger- und Intelligenzblättern einrücken, holten bei allen Universitäten und Fakultäten Response ein, setzten Preise aus, aber alles vergebens. Eines Tages sprach der König zum Prinzen: »Weißt du was, Bruder? Selber ist der Mann. Wir bekommen auf unsere Fragen gelehrte Abhandlungen über das Vaterland der Pfauen, die Wanderungen der Jo, die Galanterien Jupiters und Gott weiß, was für verwandte Gegenstände, aber keine Nachricht von unserem guten Bruder, dem Pfauenkönig. Lass uns selbst ausziehen und ihn aufsuchen. Wir haben hier ohne dies nicht viel zu tun und mehr Langeweile, als uns lieb ist.« Der Prinz sagte »Ja« und umarmte den König. Dann gingen sie beide zur Prinzessin und sagten ihr, was sie vorhatten. Rosamunde küsste sie tausendmal vor Freude und versprach, während ihrer Reise recht gut zu regieren. Dann half sie dem Prinzen die Mantelsäcke packen, legte in jeden ein hübsches Souvenir und empfahl ihnen, den Pfauenkönig ja gleich mitzubringen. König und Prinz waren nun unterwegs. Sie reisten inkognito und hatten also kein Gefolge bei sich. Als sie über die Grenzen ihres Reiches kamen, fragten sie in jedem Gasthof nach dem Pfauenkönig. Aber Wirt und Gäste lachten sie aus und meinten, die Pfauenmajestät residiere nur in Märchenheim und Fabelhausen, aber nicht in einem Lande, das in der Geschichte des Tages eine bedeutende Rolle spiele. Die königlichen Wanderer zogen immer weiter und fanden immer seltsamere Sitten unter den Völkern. Bei einigen wurden die rechtlichen Entscheidungen zweimal in jeder Woche verlost, und weil man bemerkt hatte, dass die Urkel öfter mit den Gesetzen übereinstimmten als in den benachbarten Ländern, so ward dieses Reich immer bevölkerter. Bei anderen wurden die ersten Staatsämter nur Toten überlassen. Die von der zweiten Klasse konnten schon Alte und Kranke bekommen. Junge Leute durften höchstens Nachtwächterstellen bekleiden, und waren sie gesund, so konnten sie ohne besondere Rekommendation auch zu diesem nicht gelangen. Mit jeder neuen Sonderbarkeit stieg die Hoffnung der Reisenden, dass endlich wohl auch ein Pfauenreich erscheinen werde. Sie hatten nun schon mehr Länder und Völker gesehen als der Held der Odyssee und glaubten nächstens an den großen Weltbretterverschlag zu gelangen, als sie durch ein hübsches Städtchen zogen. Auf dem Markt war ein Teppich ausgebreitet, und dann und wann kamen einige hübsch gekleidete Leute, machten auf dem Teppich drei Purzelbäume und gingen dann vergnügt ihres Weges weiter. Der König wunderte sich, dass die Polizei so etwas gestattete, und wollte eben einen Vorübergehenden darum befragen, da kam ein Polizeidiener auf ihn zu und kündigte ihm an, weil er täglich 72-mal seine Frau küsse und der Prinz desgleichen, so habe jeder 72.000 Goldinen zur Federsteuer zu entrichten. Die Wanderer lachten beide laut auf und fragten, wer ihre Küsse hier so genau kontrolliere. Der Bote aber versetzte ernsthaft, es sei hier nicht der Ort zum Lachen. Wenn sie etwas gegen die Berechnung einzuwenden hätten, so stehe es ihnen frei, die tägliche Summe ihrer Küsse selbst zu bestimmen und mit drei unfehlbaren Purzelbäumen zu bekräftigen.
Da half es nun nichts, dass König und Prinz sich als Reisende legitimierten, die weder Frauen hätten noch mit sich führten und folglich keine weder einmal noch zweimal und siebenzigmal des Tages küssen könnten. Wollten sie nicht die Federsteuer bezahlen, so mussten sie Kopf oben, Kopf unten machen. Sie hatten eben ihr gymnastisches Probestück abgelegt, als sie nun auch zu wissen wünschten, warum die Küsse hier verzollt würden und woher der geheime Kussausschuss seine boudoir-statistischen Notizen nehme. »Damit kann ich dienen«, sagte ein hübscher Mann, der neben ihnen stand. »Vor ungefähr 29.000 Jahren ward unser Land in einen bösen Krieg verwickelt und unsere gute Stadt litt besonders dabei. Wir mussten den Kriegskanzleien alle Schreibfedern und den Tafeln unserer Gäste alle Gänse überlassen, welche in hiesiger Gegend vorzüglich gediehen, weil doch unsere Stadt der Sitz der Akademie ist, die viel Federn braucht. Der Verlust war in vielen Menschenaltern nicht zu ersetzen. Gleichwohl zweifelt kein Mensch, dass in den Federn die Federkraft des Staates liegt und dass ohne Bücher, folglich ohne Schreibfeder, kein Staat bestehen kann. Unsere Stadt am wenigsten und die Akademie gar nicht. In dieser Not schloss man eine Allianz mit einem benachbarten Reiche, aus welchem jährlich 20.000 Millionen Pfund Pfauenfedern, das Bund zu 100 Stück, an die Akademie geliefert werden, welche dann das Land mit dem nötigen Bedürfnis weiter versorgt. Um die Kosten dazu aufzubringen, legte man eine Steuer auf die Küsse, die so leicht niemand entbehren kann oder mag. Viele, besonders ältliche Herren, nehmen es sogar übel, wenn man sie zu gering anschlägt und geben freiwillig mehr, als man verlangt. Der Erzähler schwatzte noch lange, aber als die Reisenden von der ansehnlichen Quantität Pfauenfedern hörten, wisperten sie sich in die Ohren und gaben nicht mehr Acht. Endlich unterbrach der König die Erzählung mit der Frage, ob vielleicht der Pfauenkönig in der Nähe residiere und der Lieferant für die Akademie sei. »Jawohl«, war die Antwort, »sein Reich grenzt unmittelbar an das unsrige, und alle Jahre geht eine Gesandtschaft auf ihn ab, um die Federn-Allianzgeschäfte zu dirigieren.« Wer war froher als Rosamundens Brüder, die nun ihren Pfauenkönig gefunden hatten? Sie umarmten den Pfauenfedern-Steuereinnehmer, versahen sich mit Empfehlungsschreiben an den Gesandten beim Pfauenhofe und eilten mit Kurierpferden davon. »Wo nur das Mädchen, die Rosamunde, erraten hat, dass es einen Pfauenkönig gibt«, sagte der König unterwegs. »Das weiß der Himmel«, erwiderte der Prinz. »Uns wäre so etwas nicht in den Sinn gekommen. Sie muss manchmal sonnambul sein.« An der Grenze des Pfauenreiches flogen und liefen ihnen überall Pfaue entgegen, weiße, blaue, grüne und bunte, wie man sie sonst nirgends in der Welt findet. Sie machten einen Lärm, dass man sie meilenweit hörte. Der König machte ein bedenkliches Gesicht und sagte zum Prinzen, »Bruder, wenn der Pfaukönig auch ein Pfau ist, so sind wir in einer fatalen Lage. Einen Pfau kann doch unsere Schwester unmöglich heiraten. Das würde eine saubere Deszendenz geben.« »Freilich«, sagte der Prinz, »ich weiß auch gar nicht, was den Mädchen manchmal für wunderliches Zeug in den Kopf kommt.« Zu ihrer großen Beruhigung sahen sie in der Ferne eine große Stadt mit hohen Türmen und festen Mauern, die nicht von Vogelschnäbeln erbaut zu sein schienen. »Vielleicht sind doch Menschen im Pfauenreich«, sagte der König, und so war es auch. Alle Gassen der Stadt wimmelten von Männern und Frauen, aber ihr Anzug, ihr Putz und die meisten Gerätschaften waren von Pfauenfedern gemacht. Indem die Reisenden sich verwundert umsahen, öffneten sich ein paar große bronzene Flügeltüren an einem prächtigen Palast, und der König fuhr heraus in einer schönen Karosse, wovon das Gestell von Gold, die Räder von Diamant und der Sitz von Rubin war. Der König saß darin wie in einem Firmament von Sternen und Sonnen, und 12 große majestätische Pfaue bildeten sein Gespann. Der Pfaukönig war so jung als die 9 Ankömmlinge und so schön, dass man ihn nicht genug ansehen konnte. Außer einer Krone von Pfaufedern und einem Federmantel hatte er nichts Pfauenähnliches, bis auf ein kleines, niedliches Stutzbärtchen unter der Nase, das nicht wie bei den jungen Stutzern anderer Länder von metaphorischem Flaum, sondern von ganz natürlichen, zarten Federn gewachsen war. Er vermutete in den beiden Fremden auf den ersten Anblick ein paar interessante Männer, und weil er die Länder- und Völkerkunde liebte, so hielt er sein Pfauengespann an und ließ den König und den Prinzen rufen, um sich mit ihnen zu unterhalten.
Sie kamen beide, und nach den ersten Höflichkeitsbezeigungen sagte der Prinz: »Wir sind aus sehr fernen Landen hergekommen, um Eure Majestät ein sehr schönes Porträt zu zeigen.« Bei diesen Worten zog er das Miniaturgemälde von Prinzessin Rosamunde aus seiner Brieftasche und zeigte es dem Faunkönig. Dieser konnte vor Entzücken kaum Worte finden. Endlich sagte er mit einem tiefen Seufzer: »Ach, warum hat die Welt nicht eine Schönheit wie diese?« »Oh«, rief der Prinz, »das Original ist noch viel tausendmal schöner. Es ist meine Schwester, Prinzessin Rosamunde, und hier steht mein Bruder, der so gut König in seinem Lande ist wie Eure Majestät in dem ihrigen. Er heißt der König und ich der Prinz. Wenn Eure Majestät Lust hat, das schöne Original dieses Bildes zu heiraten, so soll es an unserer Einwilligung nicht fehlen. Unsere Schwester ist ebenso tugendhaft als schön und ebenso klug als tugendhaft, und übrigens bekommt sie von uns 10 Scheffel Dukaten und 100 Scheffel Silbergeld zur Mitgabe.« »Meiner treu«, sagte der Pfaukönig, »ich mache mir ein besonderes Vergnügen daraus, sie zu heiraten, wenn sie nur so schön ist als das Porträt, denn noch schöner, das hielt ja kein Mensch aus. Aber das sag ich euch, ihr Herren, so schön muss sie sein, sonst habt ihr mir etwas aufgehängt, und dafür lasse ich euch wieder aufhängen.« Die Fremden lachten und versprachen, sich auf diese Bedingung mit Vergnügen hängen zu lassen. Sie konnten es, denn sie wussten, dass das Porträt ähnlich sein müsse, weil es der verpflichtete Hofmaler unter Direktion des geheimen Oberphysiognomierats gemalt und der Naturkontrolleur vidimiert hatte. Vorläufig mussten sie sich, zur Sicherheit, auf Befehl des Königs in das öffentliche Gefängnis begeben. Sie fanden darin alle Bequemlichkeit, denn im Pfauenreiche herrschte eine exemplarische Humanität, besonders gegen Verbrecher. Auch besuchte der Pfauenkönig die beiden Gefangenen täglich und rechnete mit ihnen die Stunden aus, wenn Prinzessin Rosamunde ankommen könnte. Sie saßen alle drei über dem Einladungsschreiben an die Braut, und wenn einer vor Freude über die künftige Freude die Feder oder den Gedanken fallen ließ, so nahm der andere das Verlorene auf und schrieb weiter. An Rosamundens Hofe zu Takamahaka war die Freude auch nicht klein, als der Briefträger mit dem Briefe ankam. Die Prinzessin lief im ganzen Schloss herum, und wenn ihr jemand begegnete, so klatschte sie in die Hände und erzählte, dass der Pfaukönig gefunden wäre und sie bald heiraten würde. Stadt und Reich freute sich nun bald zu Tode. Alle Nächte war die Stadt von der Erde bis zu den Turmspitzen illuminiert, und weil der Tag zum Anzünden aller Lampen nicht lang genug war, so ließ man sie gleich brennen. Alle Kanonen wurden so lange abgefeuert, bis sie glühten. Dann verpuffte man als Surrogat Knallpulver. Alle Kehlen schrien dem Pfaukönig Vivat, bis sie heißer waren. Dann stieß man die Gläser zusammen, und zwischen diesen Festlichkeiten wechselten unaufhörlich Bälle, Schauspiele, Maskenaufzüge mit Konzerten, Soirees und Tees. An Schlaf war nicht zu denken, denn mit Tagesanbruch ging man zum Souper, und wenn die Schauspiele abends aus waren, wartete schon wieder ein Diner. Als das Öl alle war, brannte man Ölsurrogate, und so half man sich auch mit Wein und anderen Bedürfnissen der Freude. Als aber die Lust selbst ausgegangen war, wollte sich kein Surrogat finden. Im Gegenteil fand man eine anständige Betrübnis schicklicher, weil die Prinzessin ihr Reich bald mit dem Frauenreiche vertauschen werde. Man schrieb eine allgemeine Stille aus und verbot alle Lustbarkeiten bei hoher Strafe. Das Edikt ward pünktlich befolgt, und die Prinzessin reisete ab. Sie schlug den nächsten Weg zu Schiffe ein und wollte niemand mit sich nehmen als ihre Amme, ihre Milchschwester und ihr himmelblaues Hündchen, Assur genannt. Denn der übrige Raum im Schiffe war mit Gepäck angefüllt, dessen die Mädchen mancherlei auf Reisen brauchen und absonderlich die Bräute. Unterwegs tat man nichts als Lachen und Singen. Rosamunde fragte am Abend den Schiffer: »Siehst du Land? Siehst du Land? Kommen wir bald zum Pfauenstrand?« Aber er antwortete: »Das hat noch Zeit, das hat noch Zeit, der liegt viele 100.000 Meilen weit.« Am Morgen fragte sie wieder: Schiffer, sag an, ob wir uns bald dem Pfauenreiche nahen?« Aber der Schiffer sagte: frage den Wind, bläst er gut, so fahren wir geschwind.«
Als die Sonne sich ins Meer senkte, fragte sie nochmals. »Schiffer, ist's nah? Schiffer, ist's nah? Lieber guter Schiffer, sind wir bald da?« Da sah sich der Schiffer um, schwenkte seine Mütze und rief, »Husch auf, hol auf, morgen geht in den Hafen unser Lauf.« Als die Arme dieses hörte, setzte sie sich in das Hinterteil des Schiffes zu dem Fährmann und lobte seine Fahrt und sein munteres, frisches Aussehen, das der alte Steuermann herzlich schmunzelte. Dann drückte sie ihm die Hand und sprach, »Wenn du wolltest, so könntest du ein steinreicher Mann werden.« »Nun, warum werde ich nicht wollen?« entgegnete der Schiffer. »Reich wären wir alle gern.« »Ja«, wiederholte die Amme, »einen Haufen Gold könntest du dir verdienen, so schwer wie dein Steuerruder, wenn du wolltest.« »Wenn's mit dem Wollen getan wäre«, sagte der Schiffer ärgerlich, »so läge euer Haufen Gold schon da. Wenn ihr aber weiter nichts zu sagen wisst, so hättet ihr die Speisepforte gar können verschlossen bleiben lassen.« Dann nahm ihn die Amme beiseite. »Du musst«, sagte sie ihm ins Ohr, »die Prinzessin diese Nacht, wenn sie schläft, ins Meer werfen. Dann ziehe ich meiner Tochter, der schönen Popanzine, ihre Brautkleider an, und dass sie Frauenkönigin werden, und wir heiraten uns auch und haben vollauf.« Der Schiffer machte ein Kreuz und meinte, es sei doch schade um die Prinzessin, weil sie so jung sei und so schön und eine Prinzessin und obendrein eine Braut. Allein die Amme gab ihm eine Bouteille Wein, ließ ihn so viel trinken, dass er das Ertrinken für das höchste Glück hielt und alles versprach, was die Amme verlangte. Die Nacht war indessen stark hereingebrochen. Die Prinzessin lag auf ihrem Bett mit dem Gedanken bei ihrem geliebten Pfauenkönig. Dabei sah sie schmachtend nach dem dunkelblauen Himmel auf, der ihrer Liebesfantasie mit seinen Millionen Sternen wie ein tausendäugiger Pfauenschweif aus besseren Welten vorkam. Und zu ihren Füßen lag wie gewöhnlich ihr niedlicher Azur, und die Arme mit ihrer Tochter saßen am Bett und sangen sie ein. Rosamunde war eben im ersten, süßesten Schlaf, da rief die abscheuliche Amme den Schiffer. Sie hoben die Prinzessin, um sie nicht aufzuwecken, mit allen Betten, Matratzen und Decken auf und ließen sie so sanft ins Meer fallen, dass sie nichts davon gewahr wurde. Ihr Glück war es, dass in dem Unterbett sich noch die Federn befanden, welche die alte Sibylle im Walde der Königin für Rosamunden geschenkt hatte. Denn das waren die Phönixfedern, die außer mehreren rühmlichen Eigenschaften auch diese haben, dass sie im Wasser niemals untersinken. Die Prinzessin schwamm daher in ihrem Bett so sicher als in einem Nachen. Indessen drang doch das Wasser nach und nach durch die Federn und Matratzen bis zur Decke, dass die Prinzessin darüber erwachte und sich schon fürchtete, am Morgen Ausgeschmältes zu bekommen. Azur wachte von ihren Bewegungen auf, und weil er eine exemplarisch feine Nase hatte, so witterte er die Lampreten, Austern und Schildkröten in der Nähe. Darüber fing er so laut an zu kläffen, dass er die ganze Fischheit und Schildkrötenschaft rege machte. Die großen Fische wurden böse und stießen mit den Köpfen gegen das schwimmende Bett, dass es sich auf den Wellen drehte wie ein Greisel. Die Prinzessin war nicht wenig verwundert und schalt auf den Schiffer, denn sie glaubte, er führe so ungeschickt. Azur bellte eines Bellens und gebärdete sich wie besessen. Die Amme hörte den Lärm in der Ferne, aber sie spottete nur darüber und sagte zum Schiffer, »Horch, das kleine Äffchen trinkt mit seiner Prinzessin auf unsere Gesundheit und macht sich lustig.« Indessen steuerten sie rasch nach dem Pfauenlande zu, und Popanzine konnte es kaum erwarten, bis das Schiff in den Hafen einlief. Hier hatte man es auch nicht an Empfangsanstalten fehlen lassen. Das Meer duftete viele Meilen weit wie Rosen, Lilien, Jasmin, Zimt und Ambra. Denn alle guten Essenzen und Öle wurden unaufhörlich hineingegossen, um das Land gleich in guten Geruch bei der neuen Königin zu bringen. Viel hundert kleine Fahrzeuge kreuzten umher. Sie waren von Schildkröte, hatten statt des Mastes eine Riesenpfaufeder und zu Segeln Blätter von der großen Wunderrose, welche nur in diesem Lande wächst. Im Hafen selbst wimmelte es von Menschen und Tieren zu Fuß und zu Wagen. Löwen, Esel, Bären, Hirsche, Wölfe, Tiger, Ochsen, Elefanten sah man vor den Karossen, denn die Polizei im Lande sah darauf, dass jeder ein seinem Stand und Range angemessenes Gespann vor seinem Wagen hatte. Für die Prinzessin stand ein Zug von 8 schneeweißen Gazellen bereit. Ihr Geschirr war von purpurrotem Samt mit goldenen Platten.
200 schöne junge Mädchen hielten abwechselnd die Zügel, und die abgelöst waren, bildeten unaufhörlich die schönsten Gruppen und Gemälde, denn sie waren in allen Farben gekleidet und gleichsam lebendige Motivstifte, die durch die reizendsten Tänze ein schönes Gemälde in immer ein schöneres verwandelten. Die Amme hatte indessen ihr Möglichstes getan, ihre Tochter in die Prinzessin Braut zu verwandeln. Man würde Popanzinen Unrecht tun, wenn man sagen wollte, die Natur habe an ihr irgendein Stück vergessen, was der Schönheitsrequisitenzettel des eigensinnigsten Kenners enthält. Sie hatte alle, aber die freigebige Natur hatte sich bei ihr nur in der Anordnung ihrer Gaben vergriffen. Die glühenden Rosen hatten sich von den Wangen in die Haare verirrt. Das weiße Elfenbein der Zähne war auf den Lippen geblieben, in deren Purpur sich in die Augen geflüchtet hatte, und diese hatten ihr dunkles Braun den Zähnen überlassen. Die schöne Wölbung der Brust war auf dem Rücken zu sehen. Die beweglichen Grübchen, welche das süße Lächeln bezeichnen, waren feste Stereotypen des bitteren Verdrusses, und die Beine beschrieben die schönsten Bogen, welche man an den Augenbrauen gerne bewundert. Der prächtige Schmuck, den die Arme nicht sparte, war daher nicht leicht anzulegen. Die Armbänder fielen wegen der zarten Schlankheit der Arme bis auf die Handwurzel herab, und das Halsband war wegen der vollen Rundung des Halses nicht genug zu verlängern. Die Schuhe konnten nicht groß und die Kleider nicht klein genug gefunden werden. Das kosmetische Werk ging deswegen ziemlich langsam vonstatten. Als es aber vollendet war, trösteten sich die Schmückerin und die Geschmückte mit dem Spruche: »Was lange währt, wird endlich gut.« Im Pfauenreich aber schien dieser Satz keine allgemeine Gültigkeit zu haben. Dem Volk, das Vivat rufen sollte, blieb, bei Popanzinens Anblick, die ganze letzte Hälfte des Ausrufes im Munde zurück. Der Kammerherr, den die Braut bewillkommen sollte, konnte der Doppelattacke seines ästhetischen und moralischen Gewissens nicht widerstehen, und der Anfang seiner zierlichen Rede, wie erfreulich, verwandelte sich in den Ausruf, wie abscheulich. Die ganze Menagerie vor den Karossen ward scheu, und selbst die sanften Gazellen wurden wild und suchten das Freie. Die Mosaiktänzerinnen jagten ihnen nach, und ihr verworrenes Gedräng bildete eine endlose Fülle von Karikaturen, welche alle viel Ähnlichkeit mit Popanzinen hatten. Man mußte in der Eil einen Zug von 6 Pavianen vor den Wagen der Braut legen, und sie brüstete sich darin nach Möglichkeit. Die Pfaue, die als Bürgerwache vom Hafen bis zum Palast eine Doppelreihe formieren und ihre Schweife präsentieren sollten, glaubten, der Leibaffe der Prinzessin eröffne den Zug und trieben unziemliche Späße und Neckereien. Der Schiffer, dem bei dieser Aufnahme nicht allzu wohl zumute war, stieß die Amme an und sagte leise: »Das geht schlecht. Die Mamsell sollte hübscher sein.« Die Amme aber fuhr ihn an und sagte, der Beifall der Menge sei gerade ein Beweis gegen die rechte wahre Schönheit. Gemeine Naturen aber verstünden das nicht. Man brachte indessen die frohe Nachricht von der Ankunft der Braut vor den König. »Nun«, sagte er, »haben ihre Brüder recht, ist sie schöner als das Bild?« Der Direktor der königlichen Vergnügungen war um die Antwort etwas verlegen. Zum Glück gehörte aber die Frage des Königs unter die viel umfassende Klasse der Fragen, welche auf keine Antwort Anspruch machen, denn der König fuhr gleich fort: »Nun, wir wollen das bald sehen.« Damit stieg er in seinen Pfauenwagen und fuhr der Braut entgegen. Vor dem Wagen trugen 2 Reichsbarone feierlich Rosamundens Bildnis. Dann folgten alle Reichsämter mit den Gesandten fremder Höfe, denn der ganze Hofstaat und nun ganz langsam der König in seinem Pfauenwagen, umgeben von den Reichsvasallen und allen seinen Pfauen. Er konnte es kaum erwarten, seine geliebte Rosamunde zu sehen, sprang aus dem Wagen und wollte sie umarmen. Es kam aber nicht dazu, denn kaum sah er Popanzinen, da fuhr er zurück, als hätte er einen Zitterrochen berührt. Kein Mensch hatte einen König jemals so zornig gesehen. Er warf sein Diadem zur Erde, zerriss seine königlichen Kleider und warf so sprechende Blicke umher, dass niemand gern in der königlichen Nähe verweilen wollte. Als das erste Stadium seines Zornes vorüber und die Entzündung seines Gemütes etwas gestillt war, befahl er, Braut und Arme und Schiffer in die Ruinen eines tiefen Turmes zu werfen, die sich noch aus der inhumanen Zeit der Justiz erhalten hatten.
Er wollte ein Exempel statuieren, damit niemand in Zukunft Lust bekommen konnte, einen König auf eine so grobe Art zu hintergehen. Rosamundens Brüder wussten den Tag recht gut, an welchem ihre Schwester ankommen musste. Sie hatten sich aufs Beste herausgeputzt, und der König memorierte noch an der Empfangsrede, die der Prinz ihm aufgesetzt hatte. Da wurden die Türen geöffnet, aber statt der höflichen Deputation und Ehrenwache, welche sie zum Hochzeitsfest rufen sollte, kam ein grober Kerkermeister mit einer Sicherheitswache von ein paar Dutzend Polizeidienern. Diese führten sie in einen hässlichen Keller, eine Tagesreise tief unter der Erde. Es war ein Glück, dass es stockfinstere Nacht da unten war, denn hätten die armen Gefangenen sich umsehen können, so wären sie vor Schreck und Abscheu über ihre Umgebung im ersten Augenblick gestorben. Hier erschöpften sie sich nun in Hypothesen über den zureichenden Grund dieser unbegreiflichen Veränderung, ohne den wahren zu erraten. Indessen hatten sie doch den Vorteil von ihren theologischen Studien, dass ihnen die Zeit ziemlich geschwind verging. Nach 3 Tagen hörten sie die Stimme des Pfarrkönigs. Er stand oben an einem Luftgitter des Kellers und schimpfte ein vollständiges Sortiment bedeutender Redensarten hinunter. »Könige und Prinzen wollt ihr sein?« sprach er zuletzt. »Kartenkönige seid ihr und Bettelprinzen. Ihr seid die Luft da unten nicht wert, die doch eben nicht die beste ist. Aber der Strick ist schon gesponnen, an dem man euch hängen wird.« »Frauenkönig«, rief der König unten zum König oben, »hütet euch. Geht nicht zu weit und nicht zu schnell in dieser Sache. Ihr könntet es bereuen. Ich bin König so gut als ihr, habe Kronen aufzusetzen und zu verschenken so gut als ihr. Was schwatzt ihr also vom Strick? Es kommt mir fast lächerlich vor, euch so sprechen zu hören. Wenn ein König auf dem Theater spreche wie ihr, man würde sagen, es sei höchst unnatürlich und sehr albern.« Der gefangene König von Takamahaka rief dieses mit einem so absprechenden Tone herauf, dass der Pfauenkönig in die größte Angst und Verlegenheit kam. Er war nicht übel willens, die Gefangenen laufen zu lassen, damit sie ihm kein Leid antun könnten. Aber sein Vertrauter riet ihm ab und sagte, wenn er nicht ernstlich Rache nehme, so würde alle Welt sich mokieren und ihn für einen kleinen titularen Vasallenkönig halten. Das wirkte. Der König schwur, strenge Gerechtigkeit zu üben und die schnellstmögliche Justiz zu handhaben. Ein Maler, der im Pfauenreichswappen eine Feder ausgelassen hatte, war wegen Hochverrates in Verhaft. Man verurteilte ihn, Popanzinen zu malen. Das Gemälde stellte man dem Gerichtspräsidenten gegenüber auf den Gerichtetisch und vor jedem Gerichtsbeisitzer eine Kopie. Keine Tortur war jemals so wirksam gewesen als diese Gesichtsfolter. Ehe sich noch einer von den Richtern setzte, war die Sitzung schon aufgehoben, und alle urteilten einmütig, dass die Gefangenen hängen müssten, weil sie gelogen und eine hässliche Zigeunerin für eine schöne Prinzessin ausgegeben hätten. Der Pfauenkönig, der ganze Hofstaat und die gesamten Reichsstände versammelten sich nun in dem großen Thronsaal. Die Gefangenen wurden in feierlicher Prozession vorgeführt und ihr Urteil ihnen eröffnet. Bei dieser Gelegenheit erfuhren sie auch ihr Verbrechen. Alles Protestieren half nichts. Der Pfauenkönig war entrüsteter als jemals. Die Totenglocke wurde geläutet, die Schüler sangen, die Stadtpfeifer bliesen und der Zug bewegte sich langsam vorwärts nach dem offenen Operationspavillon der Justiz, wo sich die Professoren der Kriminalchirurgie mit ihren Amanuensen versammelt hatten. Der Zustand der schönen Rosamunde war indessen auch nicht viel glücklicher. Sie schwamm die ganze Nacht in der unbequemsten Lage, und als es früh dämmerte, sah sie sich mitten auf dem weiten Meer ohne Schiff und ohne Hilfe allein mit ihrem kleinen Assur. Beide erschraken nicht wenig, und Rosamunde weinte so kläglich, dass alle Fische Mitleid fühlten. »Ach«, schluchzte sie, »gewiß hat sich der Pfauenkönig anders besonnen und will mich nicht mehr heiraten. Da hat er mich ins Wasser werfen lassen, um mich mit guter Manier loszuwerden. Das ist ein wunderlicher Mensch, dir. Ich hätte ihn so lieb haben wollen. Hübsch bin ich, und vom Regieren verstehe ich auch das und jenes. Wir hätten gewiss recht gut zusammengepasst.« So schwamm sie den ganzen Tag auf dem Meere, ganz durchnässt und fast zu Tode erstarrt. Hätte ihr der kleine Asur nicht das Herz gebärmt, sie wäre 100-mal gestorben. Am Abend machten ihr die Fische wieder bange, und sie sagte zu ihrem Unglücksgefährten, »Assurchen, bälle nur immer, dass uns die großen Walfische und Meerungeheuer in der Nacht nicht fressen.«
Assur bellte auch die ganze Nacht und bellte gegen Morgen einen alten Fischer an das Ufer, denn glücklicherweise hatte der Wind in der Nacht das Bett gegen das Land getrieben. Die Prinzessin streckte ihm flehend die Hände entgegen und bat ihn, er möchte sie aufnehmen, weil sie sonst im Wasser umkommen müsste. Der Alte hatte von Natur ein mitleidiges Gemüt, und übrigens war die Prinzessin so schön, dass wohl ein Löwe oder Tiger ins Wasser gelaufen wäre, um sie herauszuholen. Nach einigen Versuchen gelang das Werk. Assur sprang ans Land und bellte ein unendliches Gracias. Rosamunde wickelte sich in ihre Decken und lispelte ihrem Befreier so melodischen Dank, dass dieser ganz verjüngt wurde. Er zog das Phönixbett aus dem Wasser und trocknete es an der Sonne. Die Prinzessin führte er in seine Hütte. Hier machte er Feuer an, schloss seinen Koffer auf und nahm den Sonntagsstaat seiner Frau heraus. »Kleidet euch um, schöne Dame«, sagte er, »denn ihr seid pudelnass und den Bauernkleidern warm und trocken zu sein, ist allemal besser, als in Staatskleidern zu frieren.« Damit entfernte er sich und ließ der Prinzessin Zeit, ihre Toilette als Bäuerin zu machen. Sie war bald damit fertig. Der Anzug war eben nicht neumodisch, aber Rosamunde war schön, und ein schönes Mädchen macht den schlechtesten Anzug auch schön, wie die goldene Morgensonne auch die grauste Wolke vergoldet. Der Alte merkte an den goldbrokatenen Decken und atlasnen Matratzen, dass er einen sehr vornehmen Gast beherbergte. Er kam darüber nicht in geringe Verlegenheit. »Was sagen wir nun an?« sagte er. »Ich merke an jeder Miene, dass ihr etwas Vornehmes seid. Ich bin aber ein armer Fischersmann, und wenn ich euch alles gebe, was ich in Blut und Leben habe, so ist das nicht so viel, als ihr sonst euren geringsten Diener gegeben haben mögt, geschweige denn eurem Hündchen dort. Ihr seid an gute Bissen gewöhnt. Hier findet ihr nichts als ein Schwarzbrot und etwa einen Rettich zum Mittagsmahl und statt Kaffee einen Trunk Wasser, so gut es eben quillt. Das wird euch schlecht behagen. Wenn ihr meinem Rat folgen wollt, so lasst mich in die Stadt gehen zum Frauenkönig. Der erwartet jetzt seine Braut und wird euch gern bei ihr als Hofdame eine Stelle geben.« Als die arme Rosamunde hörte, dass sie in dem Frauenreiche sei, fing sie von neuem an, bitterlich zu weinen. Sie erzählte dem Fischer ihr ganzes Unglück, ihre Liebe und wie der Pfaukönig sie nun in das Meer habe werfen lassen. Der Alte stutzte und sagte endlich kopfschüttelnd, »Hört nur an, schöne Dame, dass euch der König über Bord geworfen hat, will mir nicht einleuchten. Aber mag es getan haben, wer da will, und wer weiß, wozu es euch gut ist. Was hilft euch ein Mann wie der Pfaukönig, der verzaubert ist und alle Nächte zu einem schnöden Pfau werden muss? Ja, das wundert euch, ich glaube es wohl. Eine neidische Fee hat es ihm angetan, weil er ihr nicht gut sein wollte, denn sie war nun eben nicht die Schönste. Sie hat ihn erst ganz und gar zum Pfau gemacht mit seinem ganzen Hofstaat, aber seine Mutter, die auch etwas von der Feerei versteht, hat die böse Fee doch einmal überlistet, dass er wenigstens am Tage Mensch ist und die Federn verliert, bis auf einen Zwickelbart. Dafür muss aber die gute Königin selbst so lange ein altes, hässliches Weib sein, bis der König entzaubert ist.« »Also kann er doch entzaubert werden?« fragte Rosamunde neugierig und schmeichelte sich an den Alten an. »O, sag geschwind, wie?« »Nein«, erwiderte der Fischer, »ihr möchtet euch wohl gern das Verdienst damit machen, gell? Aber das lasse ich euch vergehen. Da gehört ein ander Gesicht dazu, als ihr habt, nämlich ein ganz abscheulich hässliches. Wenn der König so eins zur Braut kriegen kann, dann kann ihm geholfen werden.« »Ach, das ist schade«, sagte Rosamunde, »da mag er lieber Pfau bleiben, als dass er so eine Braut nimmt.« »Das wäre noch das Geringste«, fuhr der Fischer fort. »Er soll sich aber im Angesicht des ganzen Hofes noch eine andere Braut an einem Orte holen, den man nicht gern nennt.« »Oh, nennt ihn immer«, sagte Rosamunde. »Vielleicht wäre es mir doch möglich.« »Nein, dann bewahr euch der Himmel«, fiel der Fischer ein, »wenn ihr es denn durchaus wissen wollt. Der Ort, mit eurer Erlaubnis, ist der steinerne Kleiderschrank, wo man die Kleider mitsamt den Menschen aufhängt. Und die Braut soll noch dazu in Ketten und Banden sein. Da könnt ihr ja gleich merken, von was für Gelichter sie sein müsste. Das hat freilich die gottlose Fee so verklausuliert, dass der arme König erst auf den Nimmermeerstag loskommen kann. Denn er darf nicht einmal erfahren, wie er der Zauber loswerden kann. Das muss sich alles ohne sein Zutun bloß von so ungefähr schicken.« Rosamunde schauderte und bat ihren Wirt, er solle sie nur nicht verraten. »Wenn ihr keine andere Sorge habt als um unseren Tisch«, setzte sie hinzu,
so ist bald geholfen. Bindet nur meinem Hund ein Körbchen an den Hals. Er hat eine sehr vielseitige Erziehung genossen, und es müsste nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn er nicht etwas Gutes mitbrächte. Gesagt, getan. Der Alte brachte das Körbchen. Rosamunde band es dem Hundchen an und sagte, »Ach so, das beste Gericht, das du in der Stadt findest, das bringst du uns. Mach hübsch bald, denn mich hungert.« Assur sprang fort, und weil er glaubte, die königliche Küche sei die beste, so lief er hinein, sorgte zuvörderst für seinen eigenen Appetit und packte dann den Rest für Rosamunden ein. Als er seinen Vorrat in der Hütte abgesetzt hatte, lief er noch einmal in die königliche Küche und packte Konfekt, eingemachtes Muskatensekt und französische Brötchen ein. Er räumte Küche und Speisegewölbe so auf, dass die Mäuse im Palast einen allgemeinen Fasttag halten mussten. Der Pfaukönig war nicht wenig erstaunt, dass die Tafel mittags unbesetzt blieb. Er fragte erst, dann ward er ungeduldig und endlich brach sein Zorn aus. Er war überdies schon von der Morgenunterredung mit seinen Gefangenen ziemlich echauffiert und folglich etwas reizbar. Zuletzt mußte er sich doch zufrieden geben, und er tröstete seinen Appetit mit der Aussicht auf ein gutes Abendessen. Allein, ehe die Abendtafel des Königs serviert war, kam der kleine, niedliche Truchsess der Prinzessin und leerte die Küche von neuem. Diese Prüfung war zu hart für eine königliche Geduld. Indessen schaffte der heftigste Zorn kein Essen herbei und machte im Gegenteil den fastenden König nur hungriger. Das Schlimmste aber war, dass es am anderen Tage mit dem Déjeuner, Dinner und Souper des Königs gerade wieder so ging. Es fehlte wenig, so wäre der König Hungers gestorben. Denn über der Hauptsache und ihrer Betrachtung dachte kein Mensch an die kleinliche Einzelheit, den König aus anderen Küchen einstweilen zu versorgen. Aber er hatte einen Favoriten, dem an des Königs Leben und Tafel so viel, was an seiner eigenen Glückseligkeit lag. Dieser bewies, dass Könige Freunde haben. Denn er versteckte sich in die Küche hinter den Herd und verwendete kein Auge von dem Bratspieß und Kochtopf. Es währte nicht lange, da kam Assur, schnupperte um alle Töpfe, Tiegel und Pfannen, kostete das Beste aus und packte wie gewöhnlich sein Körbchen voll. Der Vertraute schlich dem himmelblauen Hündchen nach zur Stadt hinaus durch Felder und Wälder, über Korn und Dorn bis zu der Fischerhütte, wo das Hündchen freundlich wedelte und kläffend Einlass begehrte. Außer Atem kam nun der Vertraute zu dem König gelaufen und erzählte ihm sein Abenteuer und die Emigration der königlichen Mahlzeiten nach der Fischerhütte. Der König gab auf der Stelle Befehl, den himmelblauen Hund samt seinen Komplizen in Verhaft zu nehmen und die Sache zu untersuchen. Der dienstfertige Vertraute führte selbst einige Gerichtediener nach der Hütte am Meer, wo der Fischer mit der Prinzessin und Assur sich eben bei der königlichen Küchenspende recht wohl sein ließen. Ali, so hieß der Vertraute, befahl sogleich das ganze vorgefundene Personale, den kleinen Himmelblauen nicht ausgeschlossen, in Ketten und Banden zu legen und nach der Stadt in das Gefängnis zu bringen. Bitten und Widersetzlichkeiten waren gleich vergeblich, denn Ali war hungrig und streng und hatte die Übermacht auf seiner Seite. Sie kamen eben in die Nähe der Stadt, als der König mit dem ganzen Zuge herauskam, um seinen Platz bei Handhabung der Gerechtigkeit einzunehmen. Der Fischer faßte sich im Vertrauen auf seine Unschuld ein Herz, warf sich dem Könige zu Füßen und fing an, alles ausführlich zu erzählen, von dem schwimmenden Bett an bis zu dem letzten Gericht aus der königlichen Küche, das nun ein so hartes Gericht über ihn verursachte. Denn er bildete sich ein, die Anstalten, zu welchen er eben kam, wären bloß seinetwegen gemacht. Seine Majestät waren zwar hungrig nach einer Mahlzeit und durstig nach Rache an dem vermeinten Betrügern und daher eben nicht in der besten Laune zu einer Audienz. Allein zum Glück stand die schöne Rosamunde nicht weit vom Fischer, und der König nahm sich während der etwas langen Apologie des Inhaftaten Zeit, sie zu betrachten und sich möglichst in sie zu verlieben. Aller Zorn war in Schwermut aufgelöst, daß diese Schönheit ein Fischermädchen war und nicht die Tochter des mächtigsten Grenznachbars. Als aber der Fischer bewies, diese, seine Mitgefangene, sei die echte und aufrichtige Rosamunde, und jene, die sich Rosamunde nennen lasse, könne nur ein falscher Wechselbalg sein, da machte der König,
so matt er auch vom Fasten war, drei große Luft- und Freudensprünge, fiel der schönen Rosamunde um den Hals und löste ihr mit eigenen königlichen Händen ihre Bande. Er sagte ihr tausend Artigkeiten und überzeugte sie bald durch seine Galanterien und Liebkosungen, dass er ganz andere Dinge mit ihr vorhabe, als sie ins Meer zu werfen. Unterdessen war der Gerichtszug weitergeschritten und die Todeskandidaten kamen dem Ort ihrer Bestimmung näher. Der gefangene König und der Prinz trösteten sich mit allgemeinen Bemerkungen über die Vergänglichkeit aller menschlichen Dinge und repetierten sich alle schönen poetischen und prosaischen Stellen, die man sie ehemals über diesen Gegenstand hatte auswendig lernen lassen. Hinter ihnen kam Popanzine mit ihrer Mutter, der Amme und der Schiffer. Als Rosamunde ihre Brüder gewahr ward, riss sie sich vom König los und fiel einem nach dem anderen um den Hals. Der Pfaukönig merkte nun seinen großen Missgriff und war in nicht geringer Verlegenheit, wie er den starken Verstoß wieder gut machen sollte. Aber in dem Augenblick, da er sich dem gefangenen König näherte, um einige Entschuldigungen vorzubringen, fielen, wie durch einen Zauberschlag, die Ketten von den Händen und Füßen der beiden Gefangenen. Eine purpurrote Wolke senkte sich herab, und auf ihr schwebte die schönste Fee, die jemals auf Rosenwolken geschwebt hatte. »Der Zauber ist gelöst, mein Sohn«, sagte sie, indem sie sich zu dem Pfaukönig wendete. »Meine Verbannung ist zu Ende, und mit ihr die Zeit deiner Verwandlung. Nimm deine schöne Braut und leb beide glücklich unter meinem Schutze.« Mit diesen Worten schwang die Fee ihren Zauberstab und verschwand. Die ganze Gegend war auf einmal umgestaltet. Der strenge Stil in den umliegenden Werken der Kriminalarchitektur verschwand und machte einem gefälligeren Platz, denn Ehrenpforten, Freudenbögen mit Blumengewinden, Altären und Obelisken alle Augen entzückte. Die Reichspfauen dehnten Flügel und Schweife und verwandelten sich in schön gekleidete Pagen. Und an dem König selbst hatte sich das niedliche Federbärtchen in ein allerliebstes Stutzbärtchen verwandelt, das ihn in Rosamundens Augen nur noch liebenswürdiger und hübscher machte. Die Versöhnung mit Rosamundens Brüdern war bald geschlossen. Sie sahen ein, dass der ganze Verlauf der Dinge von höheren Händen geordnet und ihre Rolle in diesem Zauberschicksalsdrama, wenn auch nicht sehr glänzend, doch notwendig waren, um die Entwicklung herbeizuführen. Man schloss also eine allgemeine Amnestie. Nur Popanzine und ihre Konsorten fürchteten, man möchte in ihrem Spiel mehr Freiheit als Notwendigkeit entdecken und entfernten sich während der allgemeinen Freude. Die Hochzeit war ein allgemeines Freudenfest für das Land. Der alte Fischer zog zu der neuen Königin in den Palast. Assur erwarb der gesamten Hundheit das Recht, zu gewissen Jahreszeiten Medaillen zu tragen, und zum Andenken an die große Begebenheit trägt jeder elegant im Faunreiche sein Stutzbärtchen und wird davon in der Landessprache ein Stutzer genannt. Bis auf diesen Tag. EA Production.